Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute: Diskussion zur Wolfstrilogie, zur letzten, die ich da gemacht habe. Also Verhalten bei Wolfsbegegnungen, weil da gab es noch ein paar offene Fragen in Anführungszeichen in den Kommentaren, auf die ich einfach jetzt mal in Videoform eingehen wollte, damit dann auch alle mitbekommen und ich es nicht jedes Mal einzeln beantworten muss. Teilweise haben sich die Fragen schon ein wenig wiederholt. Es wird langsam Abend im Wald. Ich hocke ziemlich tief drin. Entsprechend sind die Lichtverhältnisse. Und dieses Gequietsche, was im Hintergrund immer mal wieder zu hören sein dürfte, da zum Beispiel, das ist tatsächlich ein Baummarder, der wohl irgendwelche hormonellen Probleme gerade hat und die Damenwelt durch Geschrei beeindrucken will. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls hatten da hinten gerade ein paar Marder da so irgendwelche kleinen Konflikte und wohl irgendwelche nennenswerten Annäherungsversuche gestartet, was nicht so ganz funktioniert hat. Vielleicht hat auch meine Anwesenheit gestört. Ich habe sie eben sogar gesehen. Die sind da fleißig durch die Gegend gerannt. Und jetzt ist das Resultat das Geheule von dem einen Exemplar, das da scheinbar jetzt noch da ist. Also nur, falls ihr euch wundert, wo das herkommt. So, und dann starten wir auch mit der Wolf-Diskussion. Und zwar wollte da jemand wissen, wenn der Wolf ein Rudeltier ist, wieso reite ich dann so lange auf Begegnungen mit Einzelwölfen rum? Hatte ich eigentlich erklärt, aber das haben wohl ein paar Leute nicht ganz mitbekommen. Die Chance, dass man einem Rudel begegnet, ist super, super gering. Und wenn man einem, also noch viel geringer, als dass man einem Einzelwolf begegnet. Wenn man also einem Wolf begegnet, dann ist es in 99% der super seltenen Wolfbegegnungen immer eine Mensch plus Einzelwolf-Begegnung. Theoretisch auch mehrere Menschen plus Einzelwolf. Das wäre auch noch vorstellbar. Ganz, ganz, ganz selten sind wirklich das ganze Rudel kommt vorbei. Und wenn wirklich das ganze Rudel vorbeikommt, dann hat das ganze Rudel meistens einen Grund. Das sind keine Zufälle. Weil ein Rudel besteht aus mehreren Wölfen, die haben alle eine Nase. Dass ein Rudel im Wald unterwegs ist und nicht mitkriegt, dass da in der Nähe ein Mensch ist, ist einfach nicht vorstellbar. Das passiert nicht. Das heißt, sie müssten wissen, dass man da ist. Wenn sie dann vorbeikommen, haben sie eine Intention. Und das bedeutet, sie wollen einen vermutlich fressen. Weil im Rudel sind sie nur unterwegs, entweder aus sozialen Gründen, weil sie gerade Spaß haben, dann sind sie aber nicht unterwegs, sondern bleiben sie mehr oder weniger stationär und machen da ihre Wolfsachen. Oder sie haben Hunger und sind tatsächlich auf der Jagd. Wenn sich uns also ein Wolfsrudel nähert, können wir davon ausgehen, dass die uns aus irgendwelchen Gründen tatsächlich fressen wollen. Das ist einfach super unrealistisch. Das ist nun mal so. Selbst wenn man sich sämtliche Wolfsvorfälle in der Geschichte anguckt, bleibt die Chance, dass einem das passiert, immer noch unglaublich gering, weil die Vorfälle mit Wölfen, die dokumentiert sind, auch immer fast ausschließlich Einzelwolf-Vorfälle waren. Also wo man einem meistens jungen, alleinstehenden, einzeln unterwegs wandernden Wolf begegnet ist und da dann halt mal irgendwie was schiefgelaufen ist. Ne? Nicht mit Rudeln. Das kommt einfach schlicht und ergreifend nicht vor. Das ist nicht berichtet. Da gibt es keinerlei Anhaltspunkte darauf, dass das in nennenswerter Anzahl überhaupt mal passieren würde. Wie gesagt, wenn das Rudel kommt, dann weil es auf der Jagd ist. So, und das passiert halt auch nur unglaublich selten mal. Zum Beispiel in extrem kalten Wintern, wo sie nichts anderes mehr zu fressen finden. Wie realistisch ist so ein extrem kalter Winter, in dem sie nichts anderes mehr zu fressen finden? Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. Also vielleicht in Alaska, ja, da mag das mal passieren. Oder in Sibirien, da mag das auch mal passieren oder passiert sein. Das mag ja alles hinkommen, aber da gibt es dann so wenig Mensch, dass die im Regelfall dann auch wieder irgendwas Besseres finden. Außerdem, die Leute da haben ja alle immer ihre Pumpgun dabei. Mit der Pumpgun auf zur Bank, Mann. Entschuldigung. Jedenfalls. Das ist einfach unglaublich unrealistisch von der Statistik her. Das zeigen einfach die bisherigen Werte. Besteht die Möglichkeit rein theoretisch? Schon, ne? Also Lotto spielen. Wer daran glaubt, dass er tatsächlich eine realistische Chance auf 6 Richtige hat, mit Superzahl, der darf dann auch meinetwegen gerne daran glauben, dass ihm mal passiert, dass er einem Wolfsrudel begegnet in Deutschland, weil beides dürfte ungefähr, nein, ich glaube, das Wolfsrudel ist nochmal erheblich unrealistischer. Also wir sprechen hier von einer Wahrscheinlichkeit zu irgendwas bei 1 zu 20 Millionen. Sowas um den Dreh. Also kein Grund, jetzt vor Sorge in Panik auszubrechen, meiner Meinung nach. Rein technisch gesehen wäre das aber möglich. So, daraus ergibt sich die Frage, wie komme ich denn drauf,
dass der Mensch nicht als Beutetier des Wolfs durchgehen würde, so regulär. Ja, auch da müssen wir uns wieder die historische Statistik der bisherigen dokumentierten Wolfsüberfälle auf Menschen angucken und stellen fest, die sind selten. Das heißt, da waren sämtliche dokumentierte Wolfsübergriffe auf Menschen und die vermuteten, bei denen überhaupt nichts bewiesen ist und vermutlich würde jede Menge Panikmache dabei gewesen sein, weil man immer vor Angst vor dem Wolf hatte. Mag sein, dass die Leute damals da einen Grund für gehabt haben. Mag sein, dass es auch da eigentlich nur so ein bisschen Panikmache gewesen ist. Ich meine, unsere Vorfahren haben sich nicht durch besondere Intelligenz ausgezeichnet. Zum Beispiel Hexenverfolgung. Na, nur mal so ein Punkt, wo man auch der Meinung war, irgendeine bestimmte Bevölkerungsgruppe, wenn man den Wolf jetzt als Bevölkerungsgruppe ansehen möchte, sei böse, obwohl sie es streng genommen, ja okay, ein bisschen böse sind sie wahrscheinlich schon gewesen, aber nicht so sehr, dass man sie hätte hier gleich verbrennen, etc. und so weiter und so fort müssen. Also, ne? Also nur so davon zu argumentieren, ja, die werden schon gewusst haben damals, was sie tun. Nö. Das ist wieder dieses Phänomen, dass damals angeblich alles besser war. Die Kreuzzüge waren eine großartige Idee. Juden die Schuld an alles geben. Prima Idee. Erster und Zweiter Weltkrieg. Ja, großartige Ideen. Damals war alles besser. Die Menschheit wird schon damals gewusst haben, was sie tut. Ja, genau wie heute. Also bitte, dieses Argument ist doch derartig. Nein. Wir haben noch nie gewusst, was richtig ist. Noch nie. Nicht einmal irgendwann im Laufe der Geschichte von Homo sapiens. Vielleicht gab es hier und da mal so einen kleinen Lichtblick, der sich dann später als immer noch nicht besonders schlau herausgestellt hat. Okay, vielleicht gab es auch ein paar Lichtblicke, die sich tatsächlich als ganz schlau herausgestellt haben. Aber das Argument, na, die werden schon gewusst haben, warum sie den Wolf ausrotten. Nein, das wage ich zu bezweifeln. So, aber zurück zum Thema. Warum der Mensch bitte nicht Beutetier des Wolfs? Naja, so ein Mensch verhält sich völlig anders als jedes andere Tier. So ein Mensch riecht völlig, absolut anders als alles andere im Wald. Selbst damals im Mittelalter schon. So ein Mensch riecht zum Beispiel nach Feuer, möglicherweise. Damals im Mittelalter. Ein Tier, das dauernd am Feuer hängt oder dauernd brennt oder ständig in Flammen steht, wie kommt das zustande? Da halte ich mich mal lieber fern. Davon abgesehen, gerade damals im Mittelalter hatte man ja wahnsinnig Angst vor wilden Tieren. Die werden ungefähr gewusst haben, wieso, weil das potenzielle Risiko ja durchaus gegeben war. Viel gefährlicher, auch damals schon statistisch, dürfte trotzdem... Mein Marder, jetzt beruhig dich mal. Oh! Dürfte damals auch schon eigentlich eher der Räuber im Wald gewesen sein, weil man ja auf der durchreichen Meinung war, dass man seine Gesetzlosen am besten alle in den Wald schickt bzw. ausstößt. Wo sollen sie dann hin? Ja, in den Wald. Wer ist dann im Wald? Die Räuber. Ist es dann eine gute Idee, in den Wald zu gehen? Nö. Macht irgendwo Sinn. Dass das also alles immer Wölfe gewesen wären, die dafür alle Schandtaten zuständig sind, ist hoch unrealistisch. Und selbst wenn wir sämtliche nicht bewiesenen Fälle von... Ja, da rennt er. Ja, ist ja gut. Ich glaube, der hat ein Problem mit mir. Also selbst wenn wir alle nicht bewiesenen Fälle von Wolfsbeobachtungen aus dem Mittelalter zusammennehmen und von heute und jüngere Zeit und generell weltweit, dann kommen wir immer noch auf eine so verschwindend geringe Anzahl von vom Wolf gefressenen Menschen, dass allein das als Argument ausreichen sollte, davon auszugehen, dass der nicht ein reguläres Beutetier, dass wir nicht ein reguläres Beutetier des Wolfs sein können, sonst wäre der schon längst verhungert, wenn der dauernd uns fressen würde. Also es wurde ja schon ganz gut dokumentiert, wenn mal wieder jemand vom Wolf überfallen wurde. Die hatten damals auch schon sowas wie die Bild, die sowas dann eben entsprechend dokumentiert hat, beziehungsweise das hat sich dann schon rumgesprochen. Nochmal, Mensch riecht völlig anders, läuft ganz anders rum als alle anderen Tiere auf zwei Beinen und ist auch gar nicht so klein. Wenn du jetzt einen deutschen Waldwolf anguckst, was frisst ein deutscher Waldwolf? 95%, 90% Reh, so irgendwas um den Dreh. Weil Reh ist relativ einfach zu kriegen, ist vergleichsweise blöd, wenn man sich die Konkurrenztiere, die man sonst so essen könnte, anguckt. Es ist ordentlich was dran, also Jagdaufwand zu Futtermenge lohnt sich. Und davon gibt es massenweise.
Was holt sich ein Wolf schon wieder gar nicht? Ausgewachsenes Wildschwein. Das findet man so gut wie nie in irgendwelchen Untersuchungen, wo man mal schaut, was mampft denn so ein Waldwolf Europas. Und man hat da durchaus schon einiges untersucht, weil die gibt es ja zum Beispiel in den Karpaten auch in durchaus höherer Stückzahl. Und da hat man auch schon mal Futteruntersuchungen gemacht. Die mögen sich auch mal ein Rotwild holen und sonstiges Paarhuferlein, was in der Gegend unterwegs ist. Aber alles, was in Ansätzen wehrhaft ist, kommt bei denen nicht auf den Speiseplan. Und da sie uns nicht einschätzen können, weil wir ganz anders sind als alle anderen, landen wir auch nicht auf dem regulären Speiseplan, weil wir potenziell wehrhaft sein könnten. Das ist also wirklich total unstrittig bei Wildbiologen, dass der Mensch auf jeden Fall kein reguläres Beutetier des Wolfs ist. Kann er uns gefährlich werden? Könnte er uns töten und futtern? Klar, natürlich. Ja, aber nur weil das geht, heißt das noch lange nicht, dass der das unbedingt tut. Außerdem weiß der Wolf ja nicht, was sind wir für welche. Wir sind erstmal mysteriös und geheimnisvoll und er kann es halt nicht einschätzen, bis er uns näher kennengelernt. Deswegen ist es ja auch so gefährlich, Wölfe zum Beispiel anzufüttern oder den Kontakt mit Wölfen zu suchen, weil wenn die sich mal an Menschen gewöhnen und irgendwann dann mal der Mensch nicht mehr das große Unbekannte, von dem ich mich lieber fernhalte, ist, sondern, ach Mensch, schon wieder, die sind total harmlos. Eigentlich könnte ich mal probieren, wie die schmecken. Das könnte dann nämlich irgendwann mal passieren. Das ist zugegebenermaßen die nicht ganz unrealistische Angst, die viele Wolfsgegner dann eben entsprechend haben, wenn es um das Thema Wolf in Deutschland geht. Ja, aber reguläre Beute, ne, bestimmt nicht. Relativ viel Diskussion um die möglichen Abwehrmaßnahmen des Wolfes, wenn er dann mal angreift. Eine sehr schöne Ergänzung war es auf jeden Fall, dass man sich doch irgendeine dicke Jacke zum Beispiel, wenn man eine dabei hat, um den Arm wickeln soll und dann das halt quasi vor sich halten in der Hoffnung, also wie man das halt auch zum Beispiel bei der Polizei, beim Polizeihund ausbilden macht. Ne? Die haben da ja auch so einen lustigen Anzug mit so einem extra fetten Ärmel und dann soll der Hund da ja angestürmt kommen. Das kann man ja im Fernsehen teilweise sehen und verbeißt sich dann in diesem Hundeschutzärmel und so weiter und so weiter. Also sowas zu haben, also sich sowas um den Arm zu wickeln in der Hoffnung, dass der dann halt eben da entsprechend reinbeißt und man dann einen gewissen Schutz hat, weil es halt wirklich ein richtig dickes, schweres Kleidungsstück gewesen ist, zum Beispiel ein Winterparker. Hat auch jemand einen Erfahrungsbericht geschrieben, dem das in Alaska wohl schon mal passiert war. Oder war es Alaska, war es Kanada, war es Sibirien, ich weiß es nicht, aber irgend so eins dieser Länder. Und da hat man dann ja auch ein entsprechend dickes Kleidungsstück dabei. Das ist wohl auch schon ein paar Jährchen her, dass das eben entsprechend gewesen ist. Durchaus interessant und das ist auf jeden Fall noch ein toller Punkt, den man auf jeden Fall ergänzen sollte. Also sich ein Schutzschild in Anführungszeichen um den Ärmel wickeln mit sehr, sehr, sehr dicker Kleidung. Hervorragende Idee. Ich bin übrigens auch am Recherchieren zwecks Bär, nachdem ich da wirklich oft drum gebeten wurde, dass ich doch mal vielleicht ein Video zum Bär machen könnte, auch eben von Leuten, die ins Bärengebiet reisen wollen und da halt eben wandern gehen wollen. Auch sich hinter seinem Rucksack verstecken, wenn der Wolf kommt. Ne? Den vor sich halten und quasi als Schutzschild benutzen. Und in der anderen Hand vielleicht ein Messer und dann diesen hier machen. Kann auch nicht schaden. Kann absolut nicht schaden. Kommt natürlich auf die Art des Rucksacks an, aber im Regelfall sind die ja schon relativ robust gebaut, wenn es jetzt nicht so ein Ultraleiter ist. Und ja, warum nicht? Das war also auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Ergänzung, die man da in Erwägung ziehen kann, wenn man also kein dickes Kleidungsstück hat, was man sich um den Arm wickeln kann, um es als Schild zu verwenden. Warum nicht den Rucksack zwischen sich und Wolf? Angenommen, das ist jetzt zum Beispiel irgendein 50 Liter Trekkingrucksack oder sonst was, das ist ja schon erstmal was Massives. Das hilft ja schon erstmal ein wenig, gerade wenn man das zum Beispiel so im letzten Moment des Ansturms hochnimmt und vielleicht will der Wolf ja auch nur einmal angreifen und macht sich dann aus dem Staub, nachdem der eine Angriff nicht erfolgreich war. Das ist schon durchaus realistisch, dass das dann schon ausreicht, um die Motivation in Anführungszeichen zu nehmen, da jetzt noch länger irgendwie einen Kampf zu riskieren, wenn es nicht beim ersten einmal draufhüpfen auf das Opfer gleich funktioniert hat. Also das ist auf jeden Fall noch eine schöne Sache. So, und dann Pfefferspray, das war auch noch was viel diskutiert wurde, wo noch ein paar Anmerkungen kamen. Ich war ja der Meinung, man solle mit dem Zeug auch treffen. Man solle es demzufolge nicht zu früh, also präventiv verwenden. Da gab es auch widersprüchliche Meinungen, und das ist auch gut so, von Leuten, die der Meinung waren, das müsste eigentlich doch sehr wohl auch schon präventiv funktionieren. Bei der super empfindlichen Nase, die der Wolf hat,
könnte Ihnen doch eine Pfeffersprayewolke auf 10 Meter Entfernung ja auch schon durchaus entsprechend so weit irritieren, dass er beschließt, dass er lieber das Weite sucht. Je nachdem, wie der Wind geht, angenommen man hätte Rückenwind, würde dann da eben entsprechend sprühen, das wird zum Wolf getrieben und wenige Partikel davon, die der in die Nase bekommt, könnten ihm dann ja schon reichen, um zu beschließen, irgendwas ist hier ganz faul, ich hau lieber ab. Guter Punkt, zumal das Verwenden von Pfefferspray, das Sprühen mit einer Dose, keine aggressive Handlung darstellt und damit auch keinen Angriff provozieren würde. Weil im Tierreich gibt es kein Sprühen mit einer Dose, da kann der nichts mit anfangen. Also die Chance, dass er das als aggressive Handlung wahrnimmt, ist doch so gering, dass man das auf jeden Fall machen könnte, wenn man Pfefferspray dabei hat. Das Doofe ist nur, wenn man das präventiv verwendet, in der Hoffnung, dass der Wolf dann weggeht, und das tut er nicht und wartet, bis das Zeug sich gelegt hat und greift dann an. Nur theoretisch, das ist einfach unrealistisch, dass der so weit jetzt hier irgendwelche fiesen Pläne schmiedet und so weiter und so fort. Aber nur rein theoretisch mal angenommen, das könnte sein, dann hat man halt hinterher kein Pfefferspray mehr. Das wäre halt so der Haken dabei. Es sei denn, man hat zwei Dosen dabei. Das könnte man natürlich auch wieder machen. Inzwischen sind sich alle mehr oder weniger einig, dass so eine Seenotrettungsfackel, so eine Magnesiumfackel, um in Flammen zu stehen, sicherlich helfen würde. Da habe ich jetzt keine entsprechenden gegenteiligen Meinungen mehr gehört in den Kommentaren. Das war bei der Wildschweinsache noch anders. Da hat man jemand gemeint, der Wald würde angezündet werden. Der Wald wird angezündet. Nachdem ich diesmal ja erklärt hatte, dass man das Ding eben nicht werfen soll, sondern in der Hand behält, ging das jetzt diesmal von den Kommentaren her. Anmerkungen bezüglich Feuer waren noch, wenn man irgendwelche anderen feuerspeienden Objekte dabei hat. Und zum Beispiel, das war nämlich auch eine interessante Überlegung, was man ja sowieso wahrscheinlich dabei hat, je nachdem, was man im Wald vorhat, also so ein Klientel wie uns, einen Feuerstiel. Ja, und jener Feuerstiel, und wenn man dann diesen hier macht, dann erzeugt das zumindest mal auch einen ziemlichen Batzen Rauch und könnte ja dann auch schon wieder reichen, den Wolf doch ziemlich zu irritieren. Und an dieser Stelle übrigens nochmal herzlichen Dank für diesen krassen Feuerstil. Der macht wirklich Funken ohne Ende. Das ist zwar auch mein bestes Stweike-Eisen, aber dieses Teil, ne? Es fühlt sich hoffentlich jemand angesprochen. Da habe ich wirklich Spaß dran. Habe auch eben hier nochmal ein bisschen rumgezünselt. Muss auch mal sein. Einfach nur so für mich zum Trainieren und Testen und Ausprobieren. Dementsprechend ist hier auch schon wieder ein bisschen Material abgetragen. Der Marder ist weg. Ja, also das auf jeden Fall sicherlich auch was man machen kann. Ne? Einfach Funken erzeugen mit dem, was man gerade griffbereit hat. Einfach ein Feuerzeug anzuzünden dürfte nicht allzu viel Effekt haben. Spontan irgendwie irgendwas am Boden anzuzünden, ganz spontan ein Feuer zu machen, wenn man die Zeit dafür hat. Auch sowas wäre denkbar. Es sind durchaus Berichte überliefert von Situationen, in der sich Wolf und Mensch bei einer Wolfsbegegnung wirklich lange gegenübergestanden sind. So ein Wolf hat Zeit. Es gibt da zum Beispiel diverse Legenden, die gibt es glaube ich auch mehrfach in Deutschland, von einem Spielmann, der irgendwo musiziert hat, dann auf dem Heimweg war und in eine Schlucht gestürzt ist. So, und dann lag da unten in dieser Schlucht, dann kam plötzlich ein Wolf. Es geht teilweise auch so weit, dass er auf den Wolf gestürzt ist und deswegen überhaupt den Sturz überlegt hat, weil er weich gelandet ist auf dem Wolf. So, und dann stand da der Wolf und hat angefangen zu knurren. Und der Spielmann hat in seiner Panik, wollte er noch ein letztes Liedlein spielen und holt seine Fiedel. Je nachdem, wo die Geschichte spielt, sind es auch unterschiedliche Instrumente. Es ist auch schon eine Flöte gewesen. In meinem Beispiel war es eine Fiedel. Holt er die halt eben entsprechend raus und fängt an zu spielen. Und der Wolf hockt sich hin und hört zu. Und dann hocken sie sich gegenüber und spielen bis zum Morgengrauen. Und als der Spielmann nicht nach Hause kam, wurde er vermisst und der Jäger wurde losgeschickt. Und entdeckt dann Wolf und Spielmann, er hört die Musik, geht hin und kann den Wolf dann erlegen mit einem Bolzen aus seiner Armbrust, genau zwischen die Lichter. So war das damals. Eigentlich schade, dass der Wolf erlegt wird am Ende von der Geschichte. Ich hätte einen friedlichen Ausgang irgendwie ganz willkommen geheißen. Gut, ist natürlich eine Sage. Der wahre Kern besteht tatsächlich darin, dass solche längeren Gegenübersitzungen
von Wild, Tier und Mensch, was man auch mit Rehen hervorragend erleben kann, was sicherlich auch viele von euch schon erlebt haben, dass das Reh wirklich eine Weile dasteht und man sich gegenseitig anguckt und Hallo Reh sagt und dem Reh irgendwas erzählt und das Reh meistens nicht antwortet. Aber solche Begegnungen sind relativ typisch und bei vielen nicht gänzlich blöden Wildtieren, und es gibt kaum welche, die wirklich doof wären, kommt es schon mal vor, dass man sich da wirklich eine Weile miteinander kommunizieren kann, die dann schon wirklich eine Weile da bleiben. Und sowas wäre bei einem jungen Wolf erstens nicht nur zu erwarten, sondern b, ist das auch schon beobachtet worden und wurde entsprechend publiziert. Es gibt ja auch mehrere Wolfsforscher, die sie versucht haben, sich in ein Rudel zu integrieren, was ihnen letztendlich dann auch irgendwann mehr oder weniger gelungen ist, einfach weil das sehr soziale Wesen sind und sie auch an Kommunikation ein gewisses Interesse haben, die guten Wölfe. Und dementsprechend, worauf ich hinaus möchte, man hat einen Haufen Zeit in so einer Situation, um sich was einfallen zu lassen, um den Wolf zu verscheuchen. Je nach Situation mag es also tatsächlich sogar eine Option sein, mal eben schnell ein Feuerchen anzuzünden, sofern man dafür irgendwelches Zubehör dabei hat. Also angenommen, man hat jetzt einen Haufen Zunder, eine komplette Zunderdose. Wenn man jetzt eine komplette Zunderdose mal eben hier entzünden würde. Oh, falsche Seite. Damit geht's besser. Könnte man da schon, denke ich, genug Feuer erzeugen, dass dem Wolf dann doch etwas mulmig wird und er das Weite sucht. Wenn man gar nichts anderes dabei hat in dem Sinne. Ne, das wäre also auch noch eine Option. Lärm. Lärm wird von Alters her empfohlen, um Wölfe gar nicht erst rankommen zu lassen. Ist auch ein probates Mittel, um eben Bären vorzuwarnen, dass hier gerade Menschen in der Gegend sind, denen sie eigentlich nicht begegnen möchten und dass sie doch bitte einen Bogen drumherum machen sollten. Ne? Man kann Wildtiere nicht überraschen, wenn man in der Gegend rumlärmt. Beziehungsweise die Wildtiere wollen sich auch nicht jemandem nähern, der viel Lärm erzeugt. Wer viel Lärm macht, ist potenziell gefährlich. So funktioniert das im Tierreich. Dementsprechend brüllen sich ja auch viele Viecher erstmal an, bevor sie sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Das hat schon seine Gründe. Erstmal hier Imponiergehabe und Krach machen. Wir haben es gerade beim Marder, der jetzt endlich weg ist, eben entsprechend auch gemerkt, dass der offensichtlich hier den starken Mann markieren wollte, indem er möglichst viel rumquiekt. Singend durch den Wald laufen hat mein Vater damals, als es angeblich einen Wolf im Isernhagener Moor geben sollte, auf jeden Fall gemacht. Da war er noch jung. Ob da jemals ein Wolf gewesen ist, wissen wir nicht. Aber jedenfalls soll da einer gehaust haben, der eine ziemliche Bestie wohl gewesen ist und irgendwelche Tiere in der Umgebung gerissen hat. Wahrscheinlich völliger Blödsinn. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das irgendein Märchen. Aber jedenfalls war das damals aktuell, dass er durchs Moor laufen musste und dann hat er eben entsprechend mit seinem Kollegen, den er auch dabei hatte, haben sie dann diverse tolle Volkslieder rauf und runter geträllert. Kann mir nicht vorstellen, dass das ein besonders großer Genuss gewesen sein dürfte, aber es hat geholfen, es ist kein Wolf gekommen. Also das ist eine derart alte Empfehlung, dass man dann laut singen soll und gegen den Topf kleppern oder sonst was machen, wenn man Angst vor Raubtieren hat und das Gefühl hat, die sind nahe und so weiter, dass das auf jeden Fall eine Empfehlung ist, der man schon nachgehen könnte. Das hilft sicherlich um einiges, um eine Begegnung mit dem Wolf gleich zu vermeiden. Dass man ihn mit Lärm möglicherweise auch vertreiben kann, ist zum Beispiel eine ganz offizielle Empfehlung, die man auch auf den meisten Homepages von irgendwelchen Wolfsbefürwortern oder Wolfsgegnern entsprechend lesen kann. Das ist fast schon Konsens. Die Frage ist, inwieweit schreibt man gegenseitig beieinander ab oder hat man jeweils eigene Experten, die das unabhängig voneinander meinen? Aber es ist so ein althergebrachtes Ding, dass das sicherlich eine gewisse Rolle spielen dürfte. Dann gab es noch eine schöne Ergänzung zur Lagerabsicherung. Es gibt inzwischen Infrarot-Taschenalarme, die quasi ein Laser durchs Lager legen. Wenn da einer durchläuft, macht es piep, 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 piep. Also ein Bewegungsmelder schlicht und ergreifend. Und das gibt es für vergleichsweise bezahlbares Geld zum Mitnehmen. Und damit könnte man zum Beispiel auch seinen Lagerplatz eben entsprechend gegen diverse Viecher absichern. Wenn es dann nämlich plötzlich anfängt, piep, 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 piep zu machen, sind die Chancen, dass die dann abhauen, durchaus relativ hoch. Also auch sowas ist noch was, was man dann bei Lagersicherungen in Erwägung ziehen könnte. Und wem so ein Infrarotalarm zu teuer ist, die gibt es ja auch mit Strippe. Dann muss man sich halt eben so eine Strippe ums Lager bauen, die an so einem Alarmdingens dran
dran ist. Und wenn jemand in die Strippe reinrennt, dann geht das Ding da hoffentlich raus und dann macht piep, 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 piep. Ne? Da gibt es diverse Anleitungen auf YouTube, was man da alles machen kann zur Lagersicherung, zum Alarmanlagenbau, auch aus der Prepper-Szene, nur dass wir das jetzt auf Wölfe abgesehen hätten. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls, da gibt es einiges und das wollte ich auch noch kurz erwähnt haben. So, und dann der springende Punkt und das sicherlich am meisten diskutierte Thema und das Wesentliche, auf das ich jetzt noch kurz eingehen möchte. Ich hoffe, das Licht bleibt noch so lange, sonst müssen wir damit leben, dass ich langsam immer dunkler werde hier. Thema Kinder und der Wolf, also Rotkäppchen zum Beispiel. Also Regel Nummer 1, wenn man Kinder in den Wald schickt, dann sollte man ihnen kein rotes Käppchen aufsetzen, also so ein Umhang, ne? Ihnen kein Körbchen mit einem Flasche Wein und was da sonst noch drin war. War es Kuchen? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls auch kein solches Körbchen mitgeben und sie nicht alleine durch den Wald zur Großmutter hüpfen lassen. Ja, das kommt nicht gut, denn die Großmutter, die hat sehr große Augen und so weiter und so fort, wissen wir alles. So, und jetzt mal Spaß beiseite. Kinder müssen sich Wölfen gegenüber grundsätzlich genauso verhalten wie Erwachsene. Schlicht und ergreifend, Burp. Ne? So, ist es für ein Kind jetzt unglaublich viel gefährlicher, in den Wald zu gehen? Wird man jetzt, wenn man ein Kind ist und in den Wald geht, direkt vom Wolf gefressen? Mit Sicherheit nicht. Ist das Risiko für Kinder, vom Wolf gefressen zu werden, größer? Jupp, ist es. So. So ehrlich müssen wir tatsächlich sein. Das ist tatsächlich so. Das sagt auch die bisherige Statistik. In den Gebieten, wo es wirklich häufiger zu Übergriffen auf Mensch kommt, dieses bestimmte Gebiet da von Indien, wo die Wölfe nichts Besseres zu fressen finden als Homo sapiens, wo die Leute mehr oder weniger ja in Slums im Wald leben. Da werden tatsächlich auch mal Menschen gefuttert und da sind es tatsächlich sehr, sehr, sehr überwiegend Kinder. Was typisch ist, ganz normales Verhalten für den Wolf, bei relativ großen Tieren, potenziell wehrhaften Tieren, holt er sich deren Junge. Weil die können sich eben nicht so gut wehren, die sind einfacher zu kriegen und der Wolf nimmt tatsächlich immer das, was am einfachsten zu kriegen ist. Dass also so ein Kind, das im Wald rumrennt, potenziell einfach zu kriegen wäre für den Wolf, das ist so. Das ist so, ja. Ist es jetzt deswegen realistisch, dass ein Kind im Wald vom Wolf gefressen wird? Selbstverständlich nicht im geringsten. Tja, es besteht ein Risiko X. Für jeden, der im Wald rumläuft, dass er tatsächlich, insbesondere wenn er alleine im Wald unterwegs ist, einem Wolf begegnet. Ja, dieses Risiko ist abhängig von der Wolfsdichte im jeweiligen Gebiet und wie man sich verhält im Wald. Ne? Wenn man da jetzt rumschleicht und tatsächlich kaum zu hören ist, könnte man tatsächlich einen Wolf überraschen. Wenn man da durch den Wald poltert, dann ist die Chance, dass man einem Wolf begegnet, nahezu null. Es sei denn, der beschließt, ich gehe mir jetzt mal angucken, wer da so durch den Wald poltert. Auch wenn ich ihn aus der Ferne bereits ausschnüffeln kann und beobachten kann und schon alles über ihn gelernt habe, bevor der jemals wahrgenommen hat, dass ich eigentlich hier war. Ne? Das ist also super unrealistisch, dass man dann einem Wolf begegnet. Dann kommt noch erschwerend dazu, damit es ja eine negative Wolfserfahrung wird für das Kind, das jetzt allein im Wald unterwegs ist. Mehrere Kinder sind auch schon wieder kein Thema. Mehrere Menschen machen so einen Lärm, da würde kein Wolf, insbesondere Kinder, da würde kein Wolf auf die Idee kommen, sich denen zu nähern. Also zumindest nicht nach aktuellem Stand der Wildtierwissenschaften und der Situation in Deutschland ist das so abwegig. Es besteht ein minimales Restrisiko, weil es das immer gibt. Wir gehen in Forschung und Wissenschaft immer davon aus, dass wir nie hundertprozentige Sicherheit bei irgendwas angeben können. Wir können immer nur sehr hohe Wahrscheinlichkeiten bestenfalls angeben und dann wird das entsprechend so publiziert, dass aller Wahrscheinlichkeit nach davon auszugehen wäre, dass folgende Situation eintreten sollte. Anders schaut es zum Beispiel nur in der Physik oder in der Chemie aus, wo man wirklich sagen kann, wenn du was loslässt, dann fällt es mit 9,81 Sekunden, Meter pro Sekunde runter, weil das irgendwie die olle G-Konstante da ist. Oder war das so? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal. In der Physik gibt es Gesetze, in der Biologie
nicht. Da müssen wir also mit reinen Experimenten und Beobachtungen klarkommen und dann hoffen, dass aus der Beobachtung, dass im Regelfall kaum Kinder von Wölfen gefressen werden, folgt, dass Kinder tatsächlich wenig von Wölfen gefressen werden. Dass demzufolge das Risiko für ein Kind, das in den Wald geht, vom Wolf gefressen zu werden, vergleichsweise gering ist. Aber es ist nicht null. Das ist schon so. Das ist richtig. So, aber, jetzt nochmal das große Aber. Es ist halt wahnsinnig gering. Zumal insbesondere, wenn es sich um ein Kind, das in den Wald geht, handelt, das gelernt hat, wie man mit Wildtieren umzugehen hat, das die gleichen Verhaltensregeln beherrscht, wie sie ein Erwachsener, dem ein Wolf begegnet, beherrschen sollte und die ich halt im entsprechenden Video zum Beispiel, die man im entsprechenden Video von mir in Erfahrung bringen kann. Da wäre es jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, die Kinder mit einer großen Flasche Cola an irgendeinen Stuhl zu binden und ihnen dieses Video vorzusetzen und sie dürfen erst wieder, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! Spielen. Gibt es überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Pokémon gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so richtig gerade, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls dürfen sie erst dann wieder irgendwelche Kinderaktivitäten machen, von der verdorbenen Jugendaktivitäten machen, wenn sie Smartphone, wenn sie mein entsprechendes Video gesehen haben. Auf dem Smartphone. Na, wie dem auch sei, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da entsprechende Vorsorge zu betreiben. So generell kann ich ja schon zu einem gewissen Grad verstehen, dass man sagt, ja, ich habe aber Kinder und wenn meine Kinder in den Wald gehen, dann habe ich Angst, weil da ist der Wolf. Ja, dann müsstest du aber, also das ist immer so eine Sache, ne? Das Risiko, dass die Kinder vom Wolf gefressen werden, selbst wenn du sie mitten in der Lüneburger Heide aussetzt oder sonst wo in irgendwelchen inzwischen doch eine gewisse Wolfspopulation aufweisenden Gebieten, ne? Selbst wenn man da wirklich irgendein Kind alleine in den Wald schickt. Spielen wir das mal durch. Zunächst mal, welches Kind schickt man alleine in den Wald? Wenn man ein halbwegs vernünftiges Elternteil ist, dann macht man das doch vermutlich nicht mit einem Kind, das noch nie im Wald gewesen ist. Sondern, und davon gehe ich jetzt schwer davon aus, man hat dem Kind vielleicht so ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, wie man sich im Wald zu verhalten hat. Und das Kind war da schon ein paar Mal und gegebenenfalls hat man ihm vielleicht das eine oder andere schon erklärt und beigebracht, wie man zum Beispiel den Wald hier mit Feuerstielen anzünden kann und sonstige Späße, ne? Also davon gehen wir jetzt mal schwer aus. Weil ich glaube auch gerade ein heutzutage Kind hätte auch gar kein großes Interesse daran, einfach mal so alleine in den Wald zu rennen. Die haben ja Angst vor jedem Scheiß. Also nicht alle Kinder, aber viele Kinder. Ne? Und ganz besondere jetzt nicht unsere Outdoor-Kinder. Also die, die wir das jetzt hier sehen, da sind die Chancen, dass es sich um Outdoor-Kinder handelt, ja relativ hoch. Wir sind uns jedenfalls einig, dass unser potenziell irgendwann mal in Frage kommender Nachwuchs auf jeden Fall jede Menge in den Wald darf und das auch, wenn der Wolf kommt. Also da machen wir uns persönlich überhaupt keine Sorgen. Es ist ja auch einfach so eine Sache, es ist eine gewisse irrationale Angst vorm Wolf da. Es gibt ein Risiko, das will ich ja gar nicht wegleugnen. Aber dieses Risiko ist halt wirklich irgendwo in dem Bereich von, also Straßenverkehr ist erheblich gefährlicher. In jedem Fall ist Straßenverkehr viel gefährlicher statistisch. Viel gefährlicher. Und man verbietet seinem Kind ja auch nicht auf die Straße zu gehen. Mein Kind kann gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil es Straßenverkehr gibt, hört man nirgendwo. Es ist eine gewisse Paradox. Es ist schon paradox. Zum Beispiel, das Risiko des Straßenverkehrs zu sterben ist im Wald zum Beispiel gar nicht gegeben. Streng genommen, egal bei welcher Wolfpopulation, die es in Deutschland irgendwo gibt, ist die Chance, dass dein Kind stirbt, wenn du es in den Wald steckst, erheblich geringer, als dass es stirbt, wenn es in der Stadt unterwegs ist, weil dann könnte es im Straßenverkehr sterben. Außerdem ist die Chance ermordet, vergewaltigt, entführt, Terrorismus zum Opfer zu fallen oder sonst was zu werden, im Wald, alles erheblich geringer. Und für diejenigen, die tatsächlich immer eine gewisse Angst vom Waldmörder haben, den gibt's nicht im Wald. Der wäre da total arbeitslos. Erfahrungsgemäß, wenn ich irgendwo im Wald hocke, mal so 12 Stunden unter irgend so einem Baum, das kommt vor. Dann kommt der Marder vorbei und dann sagt irgendwann das Reh Hallo und dann ziehen ein paar Wildschweine vorbei und all sowas kann passieren. Gefährlich ist nichts davon, auch nicht die vorbeiziehenden Wildschweine, weil die wollen auch nur irgendwo hin und interessieren sich nicht für so einen Typ, der da unterm Baum hockt.
ne, man müsste schon ein sehr großer Idiot sein, um die dann so weit zu provozieren, dass die tatsächlich gefährlich werden könnten. Das Risiko, dass im Wald was passiert, solange man so grob weiß, was man tut, ist super, super gering. Was im Wald tatsächlich passiert, die Unfallquellen, die es im Wald gibt, sind, man fällt irgendwo runter, man stolpert über einen Ast, man rennt gegen einen Baum, man rutscht irgendeinen Abhang runter, man übersieht eine Wurzel, plumpst in ein Loch. Also ein Zeug. Ne? Das sind realistische Waldgefahren. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich gehe immer davon aus, dass insbesondere der eigene Nachwuchs keine Idioten sind. Ne? Also, oder kein Idiot, keine Idiotin, irgendwie sowas. Das sind Kinder. Kinder haben die erstaunliche Eigenschaft, dass wenn sie mal irgendwo runterfallen und dann das im Regelfall sogar überleben, das kommt vor, ne? Die allermeisten haben es überlebt, in Anbetracht dessen, dass wir uns mal, sagen wir mal, anderthalb Generationen spätestens zurückbegeben müssen. Und dann kriegen wir interessante Geschichten zu hören, wo junge Leute schon überall runtergefallen sind und dann trotzdem alt geworden sind. Eigenartig. Wie ging das nur damals? Wie ging das nur, wenn sie keinen Überwachungs-Quadrocopter hatten, der ihnen hinterhergeflogen ist, wo Mama und Papa sie rund um die Uhr entsprechend beobachtet haben? Sie hatten auch kein Smartphone und konnten jederzeit erreichbar sein oder per GPS geortet werden, wenn sie irgendwie verloren gehen und so weiter und so fort. Ich persönlich, aber das ist nur meine Meinung, das dürfte natürlich jeder gerne anders sehen, wie er möchte. Ich halte es für absolutes Gift für die Entwicklung eines Kindes, wenn es rund um die Uhr von den Eltern bespitzelt wird. Die brauchen ihre Freiräume und meiner Meinung nach einer der wichtigsten. Und ich habe es immer geliebt und fand das toll von meinen Eltern, sogar damals schon, weil ich in der Lage wahrzunehmen, dass das ein Luxus ist, dass ich so viel in den Wald rennen durfte, wie ich wollte. Und da war ich 10. Und da konnte ich in den Wald gehen, was ich lustig war und musste dann halt wiederkommen, bevor es dunkel geworden ist. Das war der Deal. So, aber ansonsten scheißegal, geh ruhig in den Wald. Gut, wenn man einen Botanikervater hat, gibt es da gewisse Freizonen, aber das war schon eigentlich immer in Ordnung. Ich musste dann berichten, was ich im Wald erlebt habe und habe dann entsprechende weitere Instruktionen und Tipps mit auf den Weg bekommen und habe die dann ausprobiert und tatsächlich hat man sich dann früher oder später irgendwann im Wald ganz gut zurechtgefunden und mir ist auch noch nie was passiert im Walde, dass ich in irgendeiner Form mein Erste-Hilfe-Set, das ich wohl dabei habe, jemals in irgendeiner Form gebraucht hätte. Ne? Das Einzige, was ich mal theoretisch hätte benutzen können, mich dann aber dagegen entschieden habe, war ein Pflaster und das war in meinem allerersten YouTube-Video, in dem ich mich erfolgreich in den Finger geschnitten habe mit einem Opinel. Nein, es war das Glockfeldmesser. Geschnitten habe ich mich mit einem Glockfeldmesser, richtig. So, und seitdem ist eigentlich nie wieder irgendwas Nennenswertes passiert, dass ich mal jemals irgendwelche Schwierigkeiten im Wald gehabt hätte. Und das, obwohl ich, als ich jung war, sämtliche Abhänge rauf und runter bin und durchs Dickicht, wo die Wildschweine drin hocken, durch, bis dann ein freundlicher Jäger darauf hingewiesen hat, dass die Wildschweine drin hocken. Ach was, der erzählt doch nur Blödsinn, der will doch nur, dass sie hier nicht durchlaufen. Dann haben wir welche gesehen und dann haben wir ihm geglaubt. Ah ja, so macht man seine Erfahrungen. Es gehört zum Kindsein dazu, meiner Meinung nach, ein gewisses Minimum an Glück zu haben, dass man halt wirklich bestimmte Fehler, die man einfach machen muss, damit man ein anständiger Mensch aus einem wird, dass man diese dann überlebt. Das ist einfach nun mal so, dass man dazu ein gewisses Quäntchen Glück braucht. Sämtliche Gefahren vom Kind fernzuhalten, seien sie eingebildet oder real, halte ich für die Kindentwicklung für extrem schädlich. Was soll da draus werden? Was soll das bitte für ein Mensch werden, wenn der in Watte eingepackt, niemals alleine irgendwo hin darf, dafür dreimal Flöten, Klarinetten und Klavierunterricht am Tag hat, danach noch Fußball spielen soll, allerdings mit Vollprotektoren, damit er ja sich niemand wehtut, Mama fährt ihn überall hin, dann wird er noch morgens zur Schule gebracht, abends von der Schule entsprechend wieder abgeholt, um auch ja dieses furchtbare Risiko des Straßenverkehrs und die bösen Vergewaltiger auszuschließen, die in der Gegend unterwegs sind. Und wenn er da doch mal irgendwo alleine hin darf, dann halt eben nur von der Drohne verfolgt, die mit der Kamera immer genau weiß, wo er ist und das Handy dabei haben mit ständiger GPS-Ordnung und so weiter und so fort. Also ein Schwachsinn kommt vor, so Leute gibt es. Ich denke nicht, dass da großartig viele unter meinen Abonnenten sein werden, von den ganz krassen Helikoptereltern, wie man sie so schön
schön nennt, die mit dem Helikopter über ihren Nachwuchs kreisen und solchen Blödsinn. Und ich finde, es ist einfach ein schönes, bezeichnendes Beispiel dafür, dass man dann unglaubliche Angst um seinen Nachwuchs hat, wenn der sich im Wald befindet, dass er vom Wolf gefressen wird. Das ist so unrealistisch, so unglaublich unrealistisch. Die einzig logische Konsequenz, wenn man dafür viel Angst hätte, wäre wirklich, das Kind nirgendwo hinzulassen. Nirgendwo. Überhaupt nicht auf die Straße. Davon abgesehen, kann man ja wirklich denen wirklich erklären, wie sie sich zu verhalten haben, wenn ein entsprechendes Wildtier kommt. Dann gibt dem Nachwuchs, wenn er in den Wald geht, halt wirklich eine Magnesium-Seenotrettungsfackel mit. Und dann ist der Wolf auch kein Problem. Ne? Das ist so. Also spätestens unter dieser Maßgabe, dieser Voraussetzung, würde ich meinen Nachwuchs, ebenfalls wie ich mich damals mit 9 oder 10 in den Wald geschlichen habe, würde ich meinen Nachwuchs in dem Alter definitiv auch alleine hier in diesem Wald entsprechend lassen. Ich persönlich, für mich, würde das so tun und ich denke, meine Evelyn tickt da ähnlich, von daher haben wir da, glaube ich, schon entsprechend einen Konsens. Aber ja. Das nur, wie gesagt, meine Meinung zu dem Thema. Ein Risiko, vom Wolf gefressen zu werden, ist für ein Kind höher. Das ist so. So. Von mir aus kann das Risiko auch doppelt so hoch sein. Dabei bleibt es unendlich niedrig. Ja, also man kann da schon Panik haben. Es ist auch natürlich, es ist irgendwo so ein bisschen fast schon in unseren Genen drin, dass wir Jahrhunderte, Jahrtausende lang dazu erzogen wurden, Angst vor Raubtieren zu haben. Ist das heute noch realistisch? Nö. Ist diese Angst trotzdem noch irgendwo in uns drin, tief verankert? Ja. Ich glaube, Angst vor Verkehrsunfällen oder sowas ist viel zu abstrakt, dass man da wirklich viel Angst vor haben könnte, auch wenn es statistisch gesehen viel realistischer ist, als eben, dass das Kind vom Wolf gefressen wird. Aber es ist einfach so abstrakt. Hingegen ist die Vorstellung, dass im Wald der große böse Wolf hockt und aus dem Gebüsch springt und das Kind frisst, sobald es vorbeiläuft, irgendwie recht plastisch. Das kann man sich schön vorstellen. Da kann man sich schöne Schreckensszenarien ausmalen. Bei Verkehrstoten tut das irgendwie nie jemand. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich bin für da sowas wirklich ein vielleicht zu logisch denkender Mensch, aber ja, nun, das ist halt eben meine Meinung zu dem Thema und wer eine andere hat, der darf sie hier gerne entsprechend hinschreiben. Also ich halte es außerdem für extrem wichtig, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass der Wald auch so weit Natur bleibt, dass es da gewisse Gefahren gibt. Es steht übrigens sogar im Bundeswaldgesetz, wer den Wald betritt, hat mit waldtypischen Gefahren zu rechnen. Der Wald ist halt nun mal der Wald. Es mag eine Kulturlandschaft inzwischen sein, es mag durchgeforstet sein von vorne bis hinten, aber es bleibt was anderes als die Fußgängerzone. Eine gewisse Fachkenntnis, eine gewisse Kreativität und ein gewisses Erfahrung im Umgang mit dem natürlichen Lebensraum von uns allen sollte man mitbringen, wenn man den Wald betritt. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. A, damit man den Wald auch wieder sicher verlässt. B, damit diejenigen, die tatsächlich zu bescheuert sind, einen Waldspaziergang zu überleben, bitte draußen bleiben. Es gibt ja wirklich so Menschen, die sind völlig unfähig, und ihr kennt sie alle, irgendwie abseits der Zivilisation zu überleben. Wenn die nicht regelmäßig im Supermarkt ihr was auch immer einkaufen können und ihren grünen Smoothie saufen und ihr Smartphone rund um die Uhr zur Verfügung haben, dann sterben die sofort. Die fallen instant tot um, weil sie sofort nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wenn der Strom ausfällt und kein Internet mehr verfügbar ist oder, was ich so krass fand, Netflix, ne, kennt man diesen Streamingdienst. Der war mal irgendwann down, ein paar Stunden, so 4, 5 oder irgendwas. Die große Panik im Internet ist ausgebrochen. Was soll ich mit meinem Leben anfangen, jetzt wo Netflix down ist? Was soll ich nur tun? Meine erste Reaktion wäre in den Wald gehen gewesen. War ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt sowieso. Aber ich finde das bezeichnend. Ich finde das wirklich bezeichnend. Ich finde es erschreckend, wie unfähig manche von uns wirklich sind, wenn du sie in den Wald steckst. Und auch diese Zeckenhysterie. In den Wald gehe ich nicht, da sind Zecken. Ah!
Ja, da sind Zecken. Ja, das gibt ein gewisses Risiko, wenn man von einer Zecke gebissen wird. Es beträgt etwa 1%, dass man dann tatsächlich krank wird. Das ist nicht wenig. Man kann aber ganz gut vermeiden, von der Zecke gebissen zu werden, wenn man sich da einigermaßen auskennt. Neulich kam eine Nachbarin zu meiner Mutter. Hat sie mir dann hinterher erzählt. Weil sie eine Zecke hatte. Und sie war total in Panik. Oh mein Gott, ich habe eine Zecke. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Mutter meinte, oh, die kann man einfach so rausziehen. Soll ich mal? Nein, oh Gott, nein, eine Zecke. So, Ende vom Lied war, dass sie dann ins Krankenhaus gefahren ist, um sich eine Zecke entfernen zu lassen. Das ist aus so vielen Gesichtspunkten einfach nur erbärmlich, dass ich da wirklich nur den Kopf schütteln kann. Ja. Es ist außerdem allein schon deswegen falsch, weil je früher die Zecke draußen ist, desto geringer das Infektionsrisiko. Also erst ins Krankenhaus fahren ist eine halbe Stunde zusätzliches Infektionsrisiko. Oder eine Stunde, je nachdem wie lange man da warten muss. Zwei, drei. Ne? Das ist so idiotisch. Es ist völlig egal im Endeffekt, wie man die blöde Zecke rauszieht. Wenn man das vielleicht noch hinkriegt, ohne ihr tatsächlich auf den Hinterleib drauf zu drücken. Das wäre gut. Das wäre gut. Wichtiger ist aber, dass sie raus ist. Ob der Kopf stecken bleibt, ist scheißegal. Das ist bloß ein Stück Insekt, was dann noch in der Haut klebt. Das macht überhaupt nichts. Außer, dass es vielleicht ein bisschen juckt. Gegebenenfalls entzündet sich ein bisschen und sieht ein bisschen unschön aus. Das macht sonst überhaupt nichts. Das hat nichts mit dem Borreliose- oder FSME-Risiko irgendwie zu tun. Ah, diese Abgewandtheit, diese Ignoranz, diese Dämlichkeit im Umgang mit unserem natürlichen Umfeld, dem, wo wir eigentlich leben sollten, dass man da keinen Plan hat, wie man damit zurechtkommen soll, ich finde das grauenvoll. Wirklich. Und wenn man seine Kinder entsprechend erzieht und die nicht in den Wald lässt und denen erzählt, da sei der böse Wolf. Das hat man ihnen ja früher auch erzählt, sie sind trotzdem in den Wald gerannt. Was ist aus ihnen geworden? Naja, unsere Ur-Urgroßväter. Irgendwie sowas. Haben irgendwie überlebt. Na, wie haben die das bloß geschafft? Ich verstehe das einfach nicht. Das müssen total harte Leute damals gewesen sein. Na, aus heutiger Sicht waren sie das ja auch tatsächlich. Diese eine Sache, muss man wirklich zugeben, war früher besser. Die Leute waren härter und wir haben uns immer weiter von unserem natürlichen Lebensraum entfernt und immer abstrakter, wie wir denken und was wir unseren Kindern abverlangen und all solche Sachen. Früher war mal wichtig, dass Kinder Zeit zum Spielen haben. Das ist heutzutage auch nicht mehr. Heute müssen sie überfördert werden. Überfördert ist genau das richtige Wort. Die müssen jetzt mit 3 Französisch lernen, mit 4 zusätzlich noch Englisch, dann Chinesisch, weil ne, international und so weiter, Globalisierung ist wichtig. Dann noch mindestens 3 Instrumente spielen. Digitale Grundkompetenzen müssen sie beherrschen. Also Instrumente spielen sie am besten auf dem Smartphone. Und dann sind sie mal, damit sie ein bisschen Naturbildung abbekommen, geht man mit ihnen einmal kurz durch den Wald spazieren. Aber bloß nicht abseits der Wege, weil da gibt es Zecken. So. Und das ist dann moderne Kindererziehung irgendwie. Oder alternativ, man geht die ganze Zeit arbeiten, kümmert sich überhaupt nicht um seine Kinder, lädt sie in der Kindertagesstätte ab und dann meckert man schön die Erzieherinnen und Erzieher an, wenn die nicht absolut überaus super ultra die Kinder überfordern, weil man als Eltern keine Zeit hat, seine Kinder selbst zu überfordern. Das ist auch eine gute Idee, ne? Und am besten gibt man sein Kind bis spätestens einem Jahr auf jeden Fall in der Kita ab, weil man muss ja wieder arbeiten gehen, beziehungsweise Frau. Ist nicht so, dass der Mann auch mal daheim bleiben könnte oder sonst irgendwie. Also ich halte das für Gift. Für die Frühkindentwicklung ist außerdem Nähe zu einer gewissen Bezugsperson eine ganz gute Sache. Davon abgesehen, dass sowieso sämtliche Ehen dann noch geschieden werden und so weiter und so fort und dass mit der Nähe zu irgendeiner Bezugsperson sowieso schwierig ist, guckt euch mal irgendwelche jüngeren Menschen heutzutage an, ob die überhaupt irgendeine Bezugsperson haben oder überhaupt in irgendeiner Form überhaupt in der Lage sind, Nähe zu irgendwem aufzubauen, ein gewisses Grundvertrauen zu irgendwem besitzen, weil sie ja ständig von einer Betreuung zur anderen Betreuung weitergereicht werden und dann nebenher noch Klarinette lernen müssen und so ein Quatsch. Stattdessen könnte man sie auch einfach mal ein paar Stunden in den Wald gehen lassen. Die würden wiederkommen und hätten was gelernt. Und zwar was Sinnvolles. Und zwar was, was ihnen spätestens 2100 wahrscheinlich den Arsch retten wird. Weil spätestens da kommen die Zombies. So, jetzt habe ich mich schön aufgeregt und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Tschüss.